Wir sind in Duisburg und haben noch einen neuen Automaten gefunden. Und zwar einen Eisautomaten von Rheineis. Das ist jetzt relativ unverkennbar. Also wir kennen die nicht, aber es ist hier. Und Automaten testen, das tun wir. Viel wichtiger als das aber, wir drehen uns kurz um. Da ist Nina, hallo. Seht ihr da hinten die Treppen? Ja, so rum. Das ist eine realer Irrsinn-Folge gewesen, die ich mal geguckt habe. Jetzt aber zum Eis. Man kann mit Karte bezahlen. Sehr guter Automat. Es gibt insgesamt 9 verschiedene Sorten und auch vegane. Ich würde sagen, wir verschaffen uns einen ganz guten Überblick, wenn wir nicht sogar fast alle mal probieren, weil das sind so kleine Becherchen, die die wohl hier selber fertig machen und reintun. Legen wir los mit dem wunderbaren Habt ihr eigentlich schon ein Abo da gelassen? Wenn ihr aber 2 Millionen Abonnenten kriegt, den Gaming-Kanal von Juni Bam und ich habe was ganz Großes geplant. Also drückt jetzt mal bitte den Abo-Knopf. Danke. Ich habe heute Morgen gelernt, Eis muss minus 21 Grad haben, damit es richtig geil ist. Ich sehe hier minus 19. Ich habe Angst vor Salmonellen. Hast du einen Favorit schon für dich gewählt, den du probieren möchtest? Also es gibt die folgende Auswahl. Schokolade, Schokolade, Soja, Haselnuss, gesalztes Karamell, Kürbiskern, das hört sich ganz wild an, finde ich. Weiße Schoki, Pistazie, sie haben extra Schoki geschrieben. Limette, Minze, Apfel, Mango. Wenn, dann würde ich mal Apfel probieren. Mango würde ich vielleicht sogar rauslassen. Limette, Minze ist auch sehr normal, finde ich. Das ist so typische Eisdiele. Ich würde sagen, wir gehen für die Specials. Ne? Das heißt, einmal Schokolade, Soja, also so normales Schokoladeneis, finde ich special. Ich finde gesalztes Karamell crazy als Eis so. Das ist eher so ein Schoki-Thema. Kürbiskern, weiße Schoki, Minze und Apfel oder so. Dann haben wir 5 der 9, also fast den ganzen Automaten. Dann einmal Schoki, Soja. Oh Gott, das sind ja ganz schön lange Zahlen. 6, 6, 6. Oh, er fährt sich, er bewegt sich. Was ist denn das jetzt wieder? Ist das mit drauffallen oder so sanfter? Es ist mit drauffallen. Machen wir jetzt noch 6 Mal. Da hinten ist so ein Ding, was die für mehrere Milliarden Euro hier gefühlt rausgebuddelt haben. Und dann würde ich sagen, testen wir gleich da alle zusammen. Heute ein kompaktes Video direkt hier aus Duisburg. Schreibt doch mal interessante Fakten über Duisburg in die Kommentare, weil bis dato habe ich nur was... Es ist so viel Sonne in meinem Auge, ich weine ganz doll. Bis dato habe ich nur Müll gesehen. Und das sind die Dinger. Haben die ein Löffelchen drin? Du? Stand im Internet in der Rezension. Geil. Das sind die Dinger, die beim Arzt, wo man das immer auf die Zunge macht und dann machen alle so... Können Sie kurz die Spatel aus meinem Mund nehmen, bitte? Es kotzt gleich. Ich bestelle schnell die anderen Teile und dann... Es ist wie Sonne in meinem Gesicht. Falls ihr aber neben Eis auch noch ein bisschen Hunger habt, kann ich euch natürlich nur meinem Partner Ostmann empfehlen. Hier haben wir eins der neuen Gewürzprodukte und zwar Salted Caramel. Auch immer fantastisch auf verschiedensten Anwendungen. Da könnt ihr natürlich mit dem Code FREEWAFFEL 5% sparen. Also unterstützt uns gerne mal und kauft euch ein paar geile neue Gewürzneuheiten. Nice. Fünf Eises wurden sich jetzt gezogen. Eis ist Eis, Eis bleibt Eis. Und da ist noch ein QR-Code dran gewesen. Das ist nämlich unser Eis einmal eins. Unser Eis besteht zu 100% aus natürlichen Rohstoffen. Wir verwenden keine künstlichen Aromen oder Zusatzstoffe. Wir verwenden echte Vanille. Oder wie man auch sagt. Vanille. 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 Kann ich Pudding mit Vanille? Gemahlen aus Vanilleschote zu 100% ohne Vanillearomen. Vanillearomen. Das Schokoladeneis besteht aus echtem Kakao. Es gibt hier den Unterschied zwischen Frucht und Sorbet. Klassischem Milcheis. Thema Kern, Kürbiskerneis gab es übrigens nicht mehr. Ich würde aber auch schwer schätzen, dass es ein Vanillethema ist, wo einfach nur Kürbiskerne drin sind. War aber ausverkauft. Also ein paar Sachen sind auch schon gut leer. Ist alles okay bei dir? Du siehst so aus, du hältst die Kamera heute so wie so ein Gimbal auf einmal. Und ich merke langsam, dass es so flattert. Es geht heute nicht um Alkohol, Louis, ne? Kriegen wir das hin? Schreibt es einfach in die Kommis, weil es wackelt. Es gab keine Erdbeben in Duisburg, es war der Alkoholentzug. Vegane Alternativen sind Kokossoja oder Hafer. Haben wir alles da drin. Weitere Allergien, Nüsse und Spuren von unseren Nicht-Nusseissorten und unsere Nusseissorten werden grundsätzlich getrennt voneinander hergestellt. Top-Ding. Sehr gut. Auch gut, dass sie es dazu schreiben. Womit fangen wir an? Schoki. Vegane Schoki-Eis jetzt, weil normale Schoki wäre zu langweilig. Die sind auch schon gut angeschmolzen. Ich werde mir jetzt mal einen von diesen Wirkspachteln da rausnehmen. So, einmal ein bisschen veganes Schoko-Eis. Boah, das ist sehr intensiv. Ich habe mich jetzt noch nicht hier reingewühlt, aber ich sehe keine Schokostückchen. Schokostückchen an sich ist nämlich immer das, was es noch ausmacht bei so einem Eisverzehr, in einem Schokoeis für mich. Weil dann geht es nur in die oberen Segmente. Hier bin ich bei 3,8. Aber für ein veganes Eis muss ich schon sagen, ist eigentlich eine Lüge. Eigentlich muss es eine 4 sein, weil es schmeckt übelst crazy vollmundig nach Schoki. Also wirklich sehr lecker. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wegen der Kürbiskern-Alternative gleich Limette, Minze noch mit reinzunehmen. Sind jetzt aber bei weißer Schoki-Pistazie erstmal gelandet. Hier hinter auch nochmal klar deklariert, es ist jetzt das Milcheis. Es ist vom TÜV geprüft, aber das TÜV in Austria. Das heißt, die schicken das Eis immer erst nach Australien und dann geht es wieder zurück. Übrigens, kurze Randinformation, ich habe heute Morgen ein Video gesehen, dass es eine Gruppe an Menschen gibt, die leugnen, dass Australien existiert. Es ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ich bin bereit. Weiße Schoki-Pistazie.
Also bis jetzt schmeckt es nur noch weißer Schoki. Ist hier Pistazie drin? Sorry, ich muss mal ein bisschen buddeln. Nee. Also weiße Schoki ist ja ein Geschmack, das muss man mögen, ne? Pistazie liebe ich. Also ich finde Pistazie wirklich nicht nur ein bisschen geil, sondern sehr. Da unten kommt noch was dazu. Was ist das? Hier unten ist so wie so ein etwas bräunlicher Film, der da jetzt auf einmal abgeht. Hm. Das ist tatsächlich wie so ein Pistazienmus, was da abgeht. Das ist extrem geil. Also finde ich viel heftiger als das. Aber hier unten dieses Mus oder whatever das ist, das ist in der Kombi mit der weißen Schoki viel sicker. Ich gehe 4-3. Ich gehe direkt ein bisschen höher. Aber übelst cool. Ich finde das total geil. Ich hätte voll gerne so ein übelst geiles Gefährt auch. Was ist in Duisburg los? Duisburg, heftige City. Also da hinten, so zwei Straßen weiter, war Duisburg echt heftig. Übel hässlich. Aber wie gesagt, Köln auch hässlich, muss man sagen. Nicht so hässlich wie Duisburg, also das ist schon eine eigene Nummer. Aber hier ist übel schön. Guck mal, hier auch mit den Gebäuden und so. Das ist der Apfel, Kompott wollte ich gerade sagen, aber das heißt Eis aus dem Pott. Das hier wird ein Sorbet dann sein wohl, wie das häufig so ist bei Früchten, dass es immer ein Fruchtsorbet ist, man hört das schon. Kein milchiges Eis, sondern wie so ein Mousse, was dann gefroren wird, sage ich jetzt mal. Sorbet ist komplett falsch. Aber ihr schreibt es mir in die Kommentare. Dankeschön, dass ich was lernen durfte. Hm. Hier ganz schön. Ui, hier ganz schön. Man sieht immer noch ein bisschen so Schalenstückchen. Und irgendwie finde ich das ganz geil, weil das sieht immer noch so frisch aus, weil es natürlich auch gefroren wurde. Und das ist wirklich sehr lecker. Hm. Weil der Apfelgeschmack an sich ist super cremig. Also schmeckt richtig, 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 richtig frisch. Wird ganz süß in den Bänkchen. Und dann kommt so ein frischer Apfelgeschmack dadurch. Und dann hat man immer noch so ein bisschen die Schale. Und die schmeckt irgendwie auch intensiv. Ich merke wirklich so ganz kleine Bubbelchen in den Ecken, die auch nochmal so diesen typischen Apfelgeschmack bringen. Aber als wenn du in so einen fruchtigen, süßen Apfel beißt. Gar nicht sauer, total lecker. Spannende Konsistenz. Das hier ist so ein bisschen wie Fingernägel. Über die Kreidetafel ziehen, finde ich, wenn man es abreibt. Da kriege ich so ein bisschen Ausschlag gerade, aber voll die geilen Eissachen. Also ich bin total überrascht. Ich bin kein riesen Sorbet-Fan, aber ich bin total überrascht. Ich für mich persönlich gehe geschmacklich, also rein geschmacklich, hier auch auf eine 4-2. Und das für ein Sorbet in meiner Welt schon sehr gut. Normalerweise bin ich da zurückhaltender. Ich habe aber auch nur Mango-Sorbet bis dato immer gegessen, aber das gibt es da ja auch. Zwei haben wir noch. Und dann gibt es noch eine vegane Limette-Minze-Variante jetzt. Also, schauen wir mal. Das sieht doch auch sorbetig aus. Gucken wir mal wieder. Ja. Das ist so ein bisschen wie so Crushed-Eis-Sachen, das gibt's immer. Oder Snow, kennt ihr das? Gibt's voll oft in Amerika, dass du dann so Eis nimmst und dann wird das so zu Schnee gemacht und dann kommt da so ein Sirup drüber. Ja. Über wirklich nur Eis ist das. So eine Konsistenz hat das ungefähr. Hm. Boah! Alter, Limette, Minze, Limette, ganz klein, Minze, so groß aber das Gerät, sage ich dir. So ein Pfefferer, man sieht die Minze hier schon schön reingerieben. Boah, aber frisch. Mhm. Das hier auf so einem Date und dann hast du auch direkt so, wenn du hier runterschlenderst und sagst, boah, hier ist Duisburg ja schön, ansonsten nicht so, hast du hier nochmal die Chance, wirklich auch deinen Atem aufzuwerten, sodass, wenn die große Rumknutscherei beginnt, beide schön nach Limette duften. Also das ist natürlich der absolute Geheimtipp hier. Schöne Schlenderroute, da kann man da schon mal was erleben, sage ich, ne? Boah, das ist mein Favorite. Das finde ich wirklich insane. Dieses Limettending ist so super frisch, leicht im Hintergrund. Die Minze kickt genau richtig, also schon fast ein bisschen zu extrem im ersten Moment, kommt dann aber langsam runter und es schmeckt so, wie ein guter Tee schmecken würde. Und das finde ich wirklich übertrieben geil. Also hier 4,8 safe. Ob, wie gesagt, kein Sorbet-Fan, aber das scheppert mich ja komplett aus dem Leben. Und dann gehen wir mal ins Letzte rein. Und für die Leute, die sich gewundert haben, du Freddy, wie viel kostet das denn? Ein so ein Kübelchen kostet 3,30 Euro. Die kosten alle das Gleiche. Nur damit ihr Bescheid wisst, bei 5 Stück kann man sich das jetzt ausrechnen. Ja, ihr schafft das schon ohne mich. Das Letzte ist unser gesalzenes Karamell. Es sieht wieder sehr vanillig aus. Wir sind wieder bei einem Milcheis inzwischen. Es ist leicht angeschmolzen. Boah. Ich bemängel hier das Gleiche wie in einer Schoki. Ich möchte, wenn es um Karamell geht, eine Sache unterstreichen. Mein persönliches Gusto dabei ist immer folgendes. Du hast Karamell selber drin, als Sirup so da drin liegen, weißt du? Wie bei dem Ben & Jerry's Zeug. Die haben diesen Kern Karamell in dem Karamell Sutra. Das ist mein Lieblingseis von Ben & Jerry's. Und dann gehst du da so mit dem Löffel rein. Auf einmal hast du einfach so einen richtigen Klecks. Einfach nur Karamell-Sirup so da drüber über deinen Löffel gezogen. Und dann immer noch sehr geil dazu auch so kleine Stückchen. Weißt du, so kleine Karamellwürfel. Vielleicht ummantelt mit Schoki für ein bisschen Biss da drin. Das würde das aufwerten. Ansonsten ganz gutes Salzverhältnis. Ich sag mal, Schockt mich jetzt nicht, wie das Limette-Minze-Ding. Von allen würde ich sagen, das ist für mich das, was ich am wenigsten mag, aber es ist wirklich noch weit weg von schlecht. Ich gehe aber trotzdem den extremen Weg, um euch zu verdeutlichen, wo ich hiermit hin will. Das ist eine 3 nur, im Gegensatz zu allen anderen. Es ist immer noch überdurchschnittlich, finde ich, von der Qualität her. Ich finde es wirklich sehr lecker. Ich finde den Automaten sehr gut. Das ist das erste Mal seit langem, dass wir an einem Automaten waren. Es ist so aufgefallen, wo alles gerade funktioniert hat und wo wir nichts kaputt gemacht haben, weil es lag meistens nie an den Automaten, sondern nur wir haben zu schnell was bestellt, haben zu langsam was bestellt. Und das war immer das Ding. Dann eine Sache noch, die sich jetzt alle gewünscht haben.
würde ich sagen, schnappt ihr euch doch nochmal ein Löffelchen, probiert schnell und dann schneiden wir ans Ende dran, was eure Favorites sind. Jetzt willkommen bei der Straßenumfrage. Ich wollte Sie nochmal kurz befragen zu Ihrem Lieblingseis. Ich fand das Minze am geilsten. Okay, könnte ich Sie nochmal kurz fragen, ob Sie sich vielleicht umdrehen würden, dass ich nicht in die Sonne bin? Dankeschön. Also welches Eis fanden Sie am besten? Ich fand Minze, Apfel. Die beiden waren am besten, ja. Warum fanden Sie den Minze, Apfel so überzeugend? Minze war einfach geil, weil es sehr minzig war und Apfel ist einfach Apfel. Apfel ist immer geil. Vielen Dank. Sehr gern. Da sind wir auch schon bei der nächsten. Hallo. Hallo, was war denn Ihre Lieblingseissorte? Limette Minze. Können Sie bitte nicht in die Kamera gucken? Entschuldigung. Also Limette Minze war mit Abstand am besten. Das perfekte Limette Minzeis. Hab noch nie ein besseres gegessen. Sie haben noch nie ein besseres Limette Minze Eis? Noch nie ein besseres. Es gibt eins in Ehrenfeld bei der Eisdealerin, aber das ist besser. Was würden Sie bewerten? Ja, das ist für mich ein 5 von 5 Limette Minzeis. Vielen Dank. Perfekt. Was war es bei Ihnen? Benotung? 4,5 von 5. 4,5? Ja. Sekunde? Immer besser. 4,5 von 5? 4,5 von 5. Super, vielen Dank. Video ist weil ist aber nicht. Ich verpiss mich jetzt. Wo gucken mehr Videos? Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.